Hey ho, meine Lieben, heute gibt's wieder was Leckeres. Ja, mitunter aus der Kategorie reingeschmeckt, gemischt mit was selber gemachten. Und zwar machen wir Gyros geschnetzeltes. Das fällt eigentlich schon unter die Kategorie reingeschmeckt. Und zwar haben wir hier das Gyros vom Aldi. Das schmeckt verdammt lecker. Und ja, dazu Champignons Sahne Soße. Champignons Sahne Soße. Das hört sich mal richtig gut an. Und wiederum dazu machen wir einen Reis gemischt mit meinem selber gemachten Lecho. Es ist ja komplett selber gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, ansonsten einfach das Lecho-Video raussuchen. Und dann hast du noch was von Salat erwähnt gehabt? Ja, machen wir Gurkensalat dazu. Ja, und ich würde mal sagen, Manu darf heute wieder machen. Wir machen das. Ja, du machst und ich film. Ja, genau. Ja. So machen wir das. Genau so machen wir das heute. Ja. Attacke! Ab in die kleine, aber feine Küche. Tja, Leute, wir hätten auch sagen können, wir haben das Gyros einfach schon vorbereitet, aber nein, das ist das Gekaufte und wie gesagt, das ist verdammt lecker. Wir haben verschiedene durchprobiert und bei dem vom Aldi sind wir wirklich hängen geblieben. Sogar extra noch zum Aldi heute gefahren. Dann haben wir hier noch zwei Zwiebeln, bisschen Knoblauch, die Sahne, Champignons, natürlich das Lecho. Ah ja gut, und den Reis müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen, der steht noch irgendwo hinter mir. Und ja, was ist jetzt zu tun? Eigentlich bloß die Zwiebeln schneiden, den Knoblauch und die Champignons und danach geht es schon drüben am Herd weiter. Habe ich das richtig gesagt? Genau, so machen wir das. Ja, also Attacke, ruckzuck fertig, Pilze geschnippelt, Zwiebeln klein, Knoblauch, da sieht man sie komplett, Sahne offen, ach so. Nachher gibt es noch einen Gurkensalat. Ab in die Küche rüber, oder? An den Herd? Ja, an den Herd. Ja, zackig. Legen wir los. So, hier herüben haben wir einen Wok stehen. Da wird das Fleisch gleich angebrutzelt. Und die Kamera steht jetzt auf den zusammengeschobenen Stativ auf der Anrichte. Also klopf, klopf, wackel, wackel. Kann sein, dass es ein bisschen wackelt, wenn Spatzl hier zu hart hantiert. Nein. Aber du darfst einfach mal weitermachen. Und jetzt, wenn das Öl heiß genug ist, braten wir das Geschnetzeltes an. So, das Öl ist schön heiß. Mach das zweimal. Das mache ich auch zweimal. Und dann tue ich das wieder schön in einer Schüssel rein und dann kommt das andere danach wieder nochmal zu. Genau, und dann schauen wir es uns einfach mal an. So, meine Lieben, der Wok ist leider schon leer. Spatzel ist heute nicht ganz bei Sinnen. Nee. Ja. Aber ich sag's euch, das Zeug ist wirklich lecker. Hm. Hm. Das muss ich sagen, kann man echt kaufen. Ja, mach du jetzt weiter. Jetzt braten wir die Champignons. Du machst jetzt sozusagen diese Champignon-Sahnesoße. Genau, wollte ich sagen. Ja, genau. Alles gut. Dazu, wenn die schön gebraten sind, die Champignons, dann machen wir dann die Zwiebeln und Knoblauch dazu. Okay. Und danach kommt das Fleisch wieder dazu. Ah, du mischst es zusammen? Genau, ja. Ah, geil, Omar. Jo, anbrutzeln und danach geht's weiter. Genau. Jetzt wird es schön angebraten. Und dann kommt das Fleisch wieder dazu. Weiter geht's, nächste Runde.
die Champignons und die Zwiebeln und den Knoblauch schön angebraten. Jetzt kommt das Fleisch wieder dazu. Und jetzt die Sahne kommt jetzt auch wieder zu. Dann ist es ja fast schon fertig, oder? Fast. Ah, Wasser haust du da jetzt auch noch rein? Ja. Okay. So, und jetzt probiere ich das einfach, ob du das nicht verwässert hast. Kann möglich sein, ich weiß es nicht. Nein, das ist hervorragend. Lecker. Tja, Leute, und das Lecho. Erst einmal probieren, ob es noch gut ist. Ja. Mische ich jetzt einfach hier unter den Reis. Und dann ist unser Lecho-Reis auch schon fertig. Hätte man fast sogar zwei Gläser reinhauen können. Aber das muss jetzt reichen. Geschmack haben wir ja hier drin noch. Und Spatzel macht gerade drüben den Gurkensalat. Schnibbeldingst du jetzt echt die Gurke mit der Hand? Ja. Okay. Warum nicht? Warum nimmst du da nicht einen Gurkenhobel? Keine Lust. Zu faul, den rauszuholen. Ja, so kann man es auch deuten. Ja, aber ich spare mir ja auch immer Geschirr. Kann man so deuten. Kann man so sagen, ja. Ja. So, meine Lieben, dann packe ich mir mal mein Tellerchen hier. Ich packe mal jetzt einfach bloß ein bisschen was drauf, dass ich schnell das Probiererle machen kann, dass wir dann alle essen können. Ja. Die Soße ist gut einreduziert. Noch ein Löffelchen für die Gurken. Lecker Gurkensalat. Tja, Leute. Und fertig ist ein Ruckzuck-Menü, kann man fast sagen. Und jetzt kommt natürlich das Allerbeste, das Probiererchen. So. Der Grundgeschmack ist definitiv erhalten geblieben von dem Gyros. Richtig lecker. Mit dem Reis und dem Paprika dazu. Lecker. Hast du den Reis schon probiert? Komm ja, mal her. Ja, hab ich schon. Gut, oder? Lecker. Und das hast du auch hervorragend gemacht. Leute, essen und danach nachher nochmal ein kurzes Fazit. Leute, ich bin vollgefressen. Ich bin richtig vollgefressen. Es war dermaßen lecker. Die Zusammenstellung war hervorragend. Mit dem Lecho, der Reis, es hat dazu gepasst wie die Faust aufs Auge. Einfach genial. Ja. Ja. Es war richtig lecker. Ja. Mit Lecho war es mal gut gelungen damals. Ja. Ne? Mhm. Ja. Und das hatte ich noch ganz wunderbar. Hatte ich noch ganz alleine gemacht. War wunderbar, die Zusammenstellung. Tja, in dem Sinne würde ich mal sagen, warten wir ab, was es das nächste Mal gibt. Noch keinen Plan, aber den werden wir uns machen. Genau.
Alles klar, Leute, wir sehen uns. Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, Abo wird uns freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Tschüss.